am Ball bleiben und auch jetzt in der Marktphase, Leute, also die, die das jetzt schauen und sich überlegen, mache ich das jetzt oder nicht, gebt einfach Gas. Der Markt regnet so ein bisschen, aber das ist wie im Formel-1-Rennen. Im Regen überholst du 10 und wenn die Strecke gut und trocken ist, überholst du vielleicht einen. Hatte keine Lust und dann konnten wir von 2,55 nochmal auf 2,35 nachverhandeln. Okay, passt. Nee, habe ich auch so. 300, 375, dann hast du 75 brutto, was ja, also fast, also mein erster Flip war 80.000. Also. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Flipper. Bei der Folge sprechen wir mit Erstflippern bzw. Leuten, die gerade mitten im ersten Flip sind. Deswegen freue ich mich sehr, mir heute den Lars begrüßen zu dürfen. Er ist mitten im ersten Flip, oder? Ne, der Nein. erste ist jetzt durch. Erstmal hallo Der erste ist zusammen. jetzt durch. Der nächste wird angekauft. Es Genau. geht weiter. Genau, Lars, stell dich nochmal kurz vor, 2 Minuten. Was hast du bisher gemacht und warum bist du dann im Endeffekt bei Fix und Flip gelandet? Da müsste ich, glaube ich, weit grübeln, weil das ganze Thema Immobilien eigentlich schon während meiner Ausbildungsphase zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen begann. Das war 2017 der Start, wo man sich dann schon nach der Schule, nach dem Abitur intensiv damit befasst hat, was ist Vermögensaufbau, was möchte ich später mal machen, womit möchte ich hantieren. Und dann bin ich während meiner Ausbildung schon zu dem Gedanken gekommen, dass ich auf gar keinen Fall Versicherungen weitermachen möchte, sondern Immobilien machen möchte. Und das hatte einfach auch den Grund, dass ich aus dem Freundes- oder auch im Bekanntenkreis hier und da mal wegen dieser Niedrigzinsphase zu der Zeit 2018, 2019, wo ja auch dieser Immobilienhype kam, dann auch viele Leute hatten, die, ja, ich sag mal, Inspiration geliefert haben. Ja, und das Thema Fix und Flip war eigentlich gar nicht so das vorrangige Thema, sondern einfach dieses ganz klassische Vermögens-, Altersvorsorge, Immobilie. Was kann ich wie erzeugen, damit ich irgendwie eine Rente auch habe, die irgendwie dann noch den Lebensstandard hält? Ja, dieses Fix- und Flip-Thema kam letztendlich hoch im Jahr 2020, als ich dann nach meiner Ausbildung Makler wurde zwischen Köln und Düsseldorf und dann einen Kontakt hatte mit jemandem, der bei Oliver Fischer arbeitet. Und Oliver Fischer ist ja vielleicht auch für die, die jetzt zugucken, ein bekannter Name, der in seinem Leben ja, Fix und Flip wahrscheinlich durchgespielt hat. Und das natürlich jetzt auch über seine Coachings weitergibt. Und das fand ich so spannend, weil man einfach nicht nur dieses passive Buy-and-Hold-System irgendwie nachspielt, sondern weil man einfach aktiv mitagiert, den Einkäufer spielt und auch ja Kreativitätsaspekte mit in die Arbeit einfließen lassen kann. Ja, Fix und Flip ist natürlich überhaupt nicht passiv wie Buy and Hold, sondern extrem aktiv. Ja, aber das ist genau das, was ich will und worauf ich mich auch in der Zukunft freue, das zu tun. Und als ich das für mich begriffen habe, war auf jeden Fall der Wunsch groß, dass ich damit mal irgendwie anfange. Okay, also du warst zu diesem Zeitpunkt Makler 2020. Genau. Ist es immer noch dasselbe Unternehmen, wo du aktuell bist? Nee. Das ist Okay. Laufenberg Immobilien gewesen. Das ist so ein Okay. Platzhirsch in so einem 50.000-Mann-Dorf zwischen Köln und Düsseldorf. Der Ort heißt Dormagen. Nee, mittlerweile bin ich auch beim Immobilienunternehmen, bei MEC Makler. Genau. Genau. Okay. Also Makler angefangen, dann über. Hast du einen Kurs bei Oliver gemacht? Genau, ich habe die Masterclass gemacht. Das ist das Einsteigermodell. Es gibt noch die Business Class und die Private Class. Und in der Masterclass habe ich dann letztendlich einen 85-teiligen Videokurs letztendlich gehabt, plus zweimal in der Woche, ja, letztendlich so ein Deal-Review mit den Leuten, die was hatten, einfach Ah, um okay. mitzuleben, was kann ich mit rausnehmen. Und Oliver Fischer war auch selber mit dabei, was konnte man dann verbessern und hat dann natürlich ganz proaktive Tipps geben können in Cases, die einen auch tagtäglich dann im Prozess der Umsetzung dann irgendwie widerfahren, ne? Okay. Und okay, also du bist Makler, du hast ein Netzwerk in gewisser Weise. Handwerker waren wahrscheinlich noch nicht so wirklich da, weil es einfach noch nicht benötigt war zu dem Genau. Zeitpunkt. Und dann hat es dich so ein bisschen gepackt, wahrscheinlich. Nach dem Kurs sowieso. Und was waren dann die ersten Schritte oder warum? Wie ging es dann weiter? Was war so dein Gedankengang? Suchst du einen Partner? Hast du genug Geld? Hast du kein Geld? Gehst du erstmal zur Bank? So,
Nimm uns Genau, mal ein bisschen mit. das war natürlich noch so eine ganz ferne Sache, weil beim Makler habe ich letztendlich darüber mit den Eigentümern hantiert, dass etwas angekauft wird. Ja, das heißt, ich habe den Einkaufsprozess mitgemacht bis Maklervertrag. Was das war aber die Gegenseite, sprich, was muss ich tun, damit ich ein Objekt kaufen kann. Ja? Und viel Geld zu verdienen, kann dir vielleicht ein Objekt verschaffen, wo du selber drin wohnst. Ja, aber viel Geld verdienen heißt jetzt nicht, dass du bald zum Banker gehst und sagst, ey, pass auf, ich möchte diesen Business Case mit dieser Wohnung durchführen, weil ich glaube, den Preis zu erzielen. War schon schwierig herauszufinden, wie man jetzt an die Sache herangeht. Und dann habe ich durch einen alten Arbeitskollegen aus Berlin jemanden kennengelernt, der eben dieses System Fix und Flip deutschlandweit aufbauen wollte. Und mit ihm konnte ich dann letztendlich durch seine Bonität auch das erste Objekt ankaufen, die natürlich auch mit der Bank zusammenarbeiten, 110% und dann Renovierung eben Mezzanin. Und dann wusste ich, dass ich erstmal Akquise viel mache und jemanden im Rücken habe, der dann letztendlich mit mir die Umsetzung steuert, ich vor Ort bin und auch die Bonität liefert, damit das Ganze umgesetzt werden kann. Einfach durch Beweise, durch deren Track Record auch eben, ne? Genau. Okay. Also für die Leute, die jetzt zuschauen und nicht verstanden haben, was Mezzanin ist im Prinzip ein anderes Wort für Fremdkapital. Okay, also 2020 war der Kurs. Genau. Aber du hast ja jetzt im Endeffekt jetzt den ersten Flip durchgespielt. Das ist jetzt 22, 23. Was ist dazwischen passiert? Dazwischen ist passiert, dass ich den Job gewechselt habe und dann ist tatsächlich durch diese ganze Einarbeitungsthematik, neues Umfeld, Umzug, ist das einfach komplett in den Hintergrund gerutscht für bestimmt 12 Monate. Den Kurs habe ich Ende 20 gemacht. 12 Monate weiter waren wir Ende 21 und bin dann in 22 wirklich wieder proaktiv angefangen, im Februar durch meine neue Zusammenarbeit dann auch einen Deal zu akquirieren. Hat aber auch 12 Monate gedauert. Ja. Den Deal zu closen. Nicht den Deal zu closen, sondern etwas Passendes zu finden, Ach weil so, das okay. war zweierlei Problematiken. Die erste Sache war, wer positioniert sich auf Grundlage dieser ganzen energiepolitischen Krise und der damit einherkehrenden Zinserhöhung im letzten Jahr noch so, dass du in einem Bereich anfangen möchtest, wo es um viel Geld geht, um viel Fremdkapital, Finanzierungsvolumen etc. Und mit den Partnern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die brauchten natürlich dann auch letztendlich irgendwie einen Partner hier vor Ort, der auch den Markt so einschätzen kann, dass die sich eine Zusammenarbeit vorstellen konnten. Und von heute auf morgen haben ja mit der ersten Zinsrunde der EZB von heute auf morgen die Banken aufgehört, solche Finanzierungen durchzuführen und ist einfach extrem vorsichtig geworden, weil sie nicht wussten, bei 8% Inflation, wo geht die Reise hin? Na, das heißt, Okay. so in dem Zeitpunkt, in dem ich angefangen habe, wieder proaktiv ganz intensiv Akquise zu machen, fehlten einfach die Partner, fehlten Die einfach die ganze Finanzierungspartner. die Welt war auf jeden Fall auch in Schockstarre, die Genau. Immobilienwelt zu diesem So. Zeitpunkt. Okay. So, das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich auf meiner Seite, puh, muss ich jetzt anders kalkulieren? Was ist in 6 Monaten? Ich kalkuliere ein Objekt 6 bis 12 Monate Drehzeit. Du hast selber mal in einem Video gesagt, am wenigsten dauert die Renovierung, das Ganze Ja. drumherum, Grundschuld eintragen, Geld überweisen, Nutzen-Lastenübergang etc. Das sind die Zeiten, die eben so lange brauchen. Ne? Renovierung ist in 4 Wochen durch. Ne? Ja, Und leider dann ja. ja, dann guckst du dir ein Objekt an und willst das kaufen und weißt gar nicht, wow, habe ich jetzt, wenn ich es wieder in den Markt gebe, habe ich dann jetzt noch diese 2% oder habe ich dann jetzt die 4? Und es waren jetzt die 4. Und wenn du dann mit diesen 4 kalkuliert hast, zu dem Zeitpunkt, als wir 2% Zinsen haben, hat sich der Eigentümer natürlich nicht auf deinen Preis sowieso ohnehin nicht eingelassen. Ich meine, wir sind Schnäppchenjäger. Auch beim gleichbleibenden stabilen Markt suchen wir das Schnäppchen. Ne? Aber dann war die Kluft zwischen, was kann ich als Eigentümer im Verkauf dem Käufer entgegenkommen und was kann ich als Käufer maximal bezahlen? Einfach diese Kluft zwischen, die du jetzt kennst, die wir auch immer noch kennen, aber einfach noch viel intensiver da war. Und klar, die Banken haben das dann gerne gesehen, gemäß dem Motto, wow, das könnte echt ein Schnäppchen sein, aber wir wissen trotzdem nicht, was sind in 4 Monaten für Zinsen da. Ne? Das heißt, Absolut. ich bin in einem Markt angefangen, wo es einfach extrem schwierig war zu kalkulieren. Und extrem schwierig war, jemanden zu finden auf neuer Partnerschaftsebene, der dann auch den Kopf hinhält, zwar erstrangig abgesichert, aber trotzdem 110%, 100% finanzieren soll das Ganze. Ja, alles gut. Also danke für deine Ehrlichkeit. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich sage ja immer, es dauert leider immer länger, als man denkt und es kann sich auch mal Monate ziehen. Und gerade jetzt im letzten Jahr anzufangen, ist natürlich, kannst du nicht wissen, war blödes Timing, aber im Endeffekt
Bereuen tust du es nicht, weil sonst wärst du da Nein. nicht, wo du jetzt aktuell bist. Also von dem her eigentlich wieder alles mitgenommen, auch die Learnings und die schlechten Erfahrungen, beziehungsweise den schlechten oder den anderen Markt etwas, den Umschwung. Okay, wann hat es dann tatsächlich, also wann war es dann tatsächlich beim Notartermin? War jetzt dann 23, nehme ich an. 23 war Notartermin Anfang des Jahres. Objekt das erste Mal besichtigt, November 22, erste Mal besichtigt. Eine Zwei-Zimmer, 72,69 Quadratmeter Wohnung in Düsseldorf-Düsseltal. Das ist von der Lage innerhalb von Düsseldorf B-Plus-Lage, würde ich sagen. Und damals lag der Preis bei 319.000. Also wurde aufgerufen mit Wurde Makler. aufgerufen. Mit Makler 3,57. NRW die Schwierigkeit, wir haben auch den Maximalsatz an Grunderwerbsteuer, 6,5%. Ja. Ach, es tut so weh. Ja. 6%. Naja. Okay, also Machst du nix, ne? 3,20 wurde angesetzt. Ihr habt dann geclosed für im Für Endeffekt. 235. Okay, krass. Fast 100.000 weniger. An was, also wie war die erste Verhandlung für dich? Gut, du warst Makler, du hast ja öfter schon mal über einen Preis diskutiert mit jemand, der es eigentlich nicht hören möchte. Hat ganz normal hin und her oder hat es sehr lange gedauert? Hat lange gedauert. Ich hatte ein Angebot angesetzt, als nachdem ich es erstmal besichtigt hatte, im November, wo er extrem diese Zinsphase reingeknallt hat. Oktober, November circa. Ja, da fing das an, dann auch über Preise zu sprechen, dann direkt im Anschluss. Da habe ich ein Angebot abgeliefert für 250.000 Euro. Ach so, okay. Sagt der Makler, nein, Ja, machen wir nicht. klar, sagt er nein. Ne, machen wir nicht. Einfach weil der Deal noch relativ frisch war, etc. Erstmal abwarten, kennt's ja das Ganze, wie das auch funktioniert. Und dann habe ich ganz zufällig nochmal Januar, also 2, 3 Monate nachdem ich das erste Mal drin war, stimmt, Oktober war ich das erste Mal drin, von dem Makler ein Objekt gesehen, was ich auch kaufen wollte. Und habe Okay. währenddessen auf seiner Internetseite gesehen, dass das andere Objekt noch online war. Wo ich dann zum Okay. ersten Mal gemerkt habe, ey, du musst verdammt nochmal bei jedem Objekt, wo du ein Angebot abgegeben hast, dranbleiben. Dein Satz, im Vertrieb ist es so, nach 6 bis 7 Ankündigungen, Schrägstrich, nochmal nachhaken, gehen die meisten Deals über die Bühne. Ja, So, ist leider so. genau, und dann ist viel passiert auf dem Markt, ist nochmal die Zinsen schlechter geworden, dann wollten wir erst so 2,55 closen, hatten dann schon einen Notartermin, dann haben wir den Notartermin wieder abgesagt, weil wir doch anderer Meinung waren und Okay. 200 Euro den Quadratmeter nachkalkulieren mussten im Verkauf. Wir haben kalkuliert 5.250. Für realistisch haben wir so 5.000 gesehen, circa. Einfach weil es auch eine Zwei-Zimmer-Wohnung war und durch diese ganze Homeoffice-Sache etc. drei Zimmer natürlich ein bisschen attraktiver sind als zwei Zimmer. So, Absolut, ja. und genau. Und dementsprechend haben wir trotzdem die gute Lage gesehen und sind dann mit dem Makler nochmal, nachdem der Notartermin eigentlich stand, in die Verhandlung gegangen. Das war gar nicht böse Absicht, gemäß dem Motto, ey, wir wollen weniger bezahlen, sondern wir mussten einfach weniger. All das, was wir mehr bezahlen, ist jetzt unser Risiko. Jeder Euro, den wir jetzt mehr bezahlen, ist einfach das Risiko, was wir schwer einschätzen können aufgrund dieser Zinsrunde der EZB. Cool, Dann ja. wurde der Notartermin abgesagt, dann hatte der Makler aber nicht unbedingt Lust, weiter zu vermarkten. Das zu meinem Vorteil und dann konnten wir nochmal 20.000 nachverhandeln. Ach, ihr habt es im Endeffekt ohne den Makler gekauft. Nein, nein, der Makler Ach so, hatte das schade, Objekt noch okay. bei sich, aber der hatte keine Ja. Lust auf Re-Upload, nochmal neue Ja. Fotos machen, nochmal vielleicht einen anderen Okay. Text, verkaufspsychologisch die ganze Sache angegangen, hatte keine Lust und dann konnten wir von 2,55 nochmal auf 2,35 nachverhandeln. Sehr Da war der gut. Eigentümer auch stinkig, ja. Ja, Der natürlich. war. Also verstehe ich auch die andere Seite. Das ist. Klar, logisch, ne? Aber wir haben es versucht, ganz human auf der anderen Ebene so zu positionieren, dass es jetzt einfach sein muss. Ansonsten ist es für uns kein Business Case. Ihr habt auch ganz Kalkulierter. transparent gesagt, ihr kauft das Ding, renoviert es und verkauft So es ist wieder. das. Also es war nicht Genau. irgendwie, ja, mein Enkel zieht ein und dann, Nee, ach, nee. noch doch nicht Nee. und so weiter. Nein. Okay. Wir haben Sehr ganz klar im transparent. Angebot geschrieben, pass auf, gerne auch an Eigentümer weitergeben. Wir machen das und das damit. Wir können den und den Preis zahlen. Take it or leave it. Ja. Also Und dann an. 235 geclosed, Genau. Notartermin durch. War ja dein Notartermin durch. erster Notartermin als Besitzer in dem Sinne. Genau. Und wie hat es dann funktioniert mit Handwerkern? Woher kamen die? Was waren deine Gedankengänge zur Renovierung, zum Konzept, zum Style oder überhaupt? Ja, also wir hatten natürlich die Idee, dass wir in einer B-Plus-Lage innerhalb von Düsseldorf schon irgendwie was Hochwertiges schaffen mussten.
was durchaus Hochwertiges schaffen mussten. Das heißt, es geht nicht Raufasertapete an der Wand und es geht auch kein Laminat auf dem Boden, sondern wir brauchen Vinyl, wir brauchen vielleicht auch mal eine Glasfaser, keine Raufaser, sondern eine feine Glasfasertapete oder vielleicht sogar einen Putz. Da mussten wir uns natürlich ganz klar überlegen, was ist die Marge und wie viel können wir jetzt in die gehobene Ausstattung rein investieren, sodass das Business Case für uns und für die Bank passt. Okay. Da haben wir uns Was viel habt ihr Gedanken drüber. angesetzt? Wir hatten angesetzt für die Wohnung so Also 25.000. Renovierungskosten 25, okay. 25.000, genau. Circa 15.000 Euro Handwerker und 10.000 Material. Ja. Und unser Vorteil war bei der Wohnung, das Bad wurde 2021 schon gemacht. Also hast du Und gar nichts gemacht am Bad? im Bad habe ich die Oder Decke bisschen? abgehangen und Spots eingebaut, Okay. eine neue Dusche eingebaut und ein neues Waschbecken eingebaut. Genau, das sind so Spiegel oder Hängeschrank kommt noch. Genau, das waren dann so, lass es fürs Bad Tausender gewesen sein. Okay, ja, easy. Ja, dann ist natürlich einer der größten Kostenpunkte ist dann in dem Fall dann nicht angefallen, was das So ist das. Badezimmer ja meistens ist. Okay, ich denke, wir werden Fotos haben, oder? Klippe ich hier mal auf jeden Fall mit rein. Vorher, nachher dann auf jeden Fall. Kriegst du hin. Okay, dann habt ihr angefangen. Ihr habt Einzelvergabe gemacht oder wie lief der Bau für dich ab, wenn du jetzt, du hast gesagt 4 Wochen plus minus, wahrscheinlich ein paar Wochen. Genau, ich glaube Mitte, Ende Juni. Nach dem 25. Juni, glaube ich, also Ende Juli, Entschuldigung. Ende Ach, jetzt Juli. erst, okay. Genau. War dann fertig Ende letzter Woche. Ja, krass. Schön durchgeballert, ja, sehr gut. Durchgeballert. Generalunternehmer. Okay, aus einer Hand. Also, wir haben, also ich habe einen guten Bekannten in Düsseldorf, der Fix und Flip auch sehr intensiv macht, auch bei und hold, auch viel Aufteilergeschäft. Der ist auch Coach bei Oliver Fischer. Okay. Mit dem bin ich auch im guten Austausch. So hin und wieder. Na, wie geht's? Jetzt nichts Businessmäßiges miteinander, sondern wo hast du deine Probleme? Hast du vielleicht einen Tipp dafür? Ich habe gerade das. Wie geht's da weiter? Ne? Der hatte mir dann letztendlich jemanden empfohlen. Sehr Und gut. auf den haben wir dann letztendlich nach, ich glaube, drei Handwerkern, die wir durchgeschickt haben, dann auch letztendlich genommen, weil die vom Preis zwei sehr ähnlich waren. Und wir einfach dann auf der Grundlage der Erfahrung des anderen Flippers wussten, der macht gute Arbeit in diesem Business Case. Ja, macht Sinn. Immer. Also Empfehlung ist eigentlich das A und O. So. Wenn es jemanden gibt, auch Empfehlung, dann macht es am meisten Ja, Sinn. Jeder genau. kann, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, jeder kann Bewertungen faken. Ist sowieso mittlerweile diese ganze Bewertungswelt und Online-Portale. Weiß man nicht, was dran ist, wirklich an der Substanz. Und deswegen Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Passt. Okay, GU, alles aus einer Hand. Wie war die Bauphase für dich? Wie hat es Spaß gemacht? Warst du oft da? Ich konnte leider nicht so oft da sein, weil, also ich war, glaube ich, dreimal da am Anfang relativ häufig, viermal da am Anfang, dreimal in einer Woche, um so ein bisschen auch dem Handwerker so in den Nacken zu pusten. Ich bin da. Ne? Ich wusste, dass er gute Arbeit macht, weil einfach der andere Flipper über den geschwärmt hat. Ne? Das ist zum Teil sogar sein Team gewesen, sogar schon, ne? Also Mitarbeiter von Okay. dem, ne? Ja, GU. krass. Und die haben auch eine eigene Bauleitung drin dabei gehabt, einen Herrn, sodass ich weiß, dass das auch einigermaßen gut fluppen wird. Und das fluppte auch ganz gut. Material haben wir selber gestellt. Hier Okay. und da gab es dann leider Probleme mit Lieferkette, Verzögerung. Dann ging mal hier eine Palette verloren, dann rief mich der Spediteur an. Dann haben wir da leider mal hier und da auch eigene Fehler gemacht in der Bestellung. Na, wo ich mich selber nicht rausnehme, so woher auch, Erfahrung etc. Absolut, Ne? absolut. Einmal Farbe vergessen, einmal Tapete vergessen oder zu wenig Holzfußboden für den Balkon. Ne? Ja. Und dann war ich leider 3 Wochen jetzt im Urlaub bis letzte Woche Okay. und konnte dann leider nicht vor Ort sein, aber mein Geschäftspartner konnte dann einmal zwischendurch hin, einfach weil er noch ein Geschäft in Münster hatte und das lag für ihn auf dem Weg aus Stuttgart und dementsprechend passte das dann ganz gut. Und es lief alles eigentlich wie am Schnürchen, außer eben diese Engpässe, die wir da auf zeitlicher Ebene hatten. Ne? Und dann auch für den Handwerker natürlich sehr doof, weil der plante natürlich auch, das Objekt komplett fertig zu haben innerhalb von 2,5 Wochen.
Krass, okay. Und daraus sind jetzt leider dann, ja, gute, knappe 4 Wochen geworden. Genau. Ja, Einfach aber ist. nicht, weil er irgendwas vergessen hat oder so, sondern einfach, weil wir diese Lieferschwierigkeiten hatten. Ja, ist im Rahmen, denke ich. So 2 Wochen Ja, plus absolut. minus. Wie gesagt, ob Okay. hinten raus 3 Wochen oder 7 Wochen, das macht jetzt 2, 3 Tage beim Verkauf zeitlich mehr aus. Ja, es ist In der auch Phase. so, auf Ja. lange Sicht gesehen, auf 2, 3 Jahre interessiert es wirklich absolut niemand. Natürlich, wenn man mitten im ersten Flip ist, dann hat man so ein bisschen Bock, man ist will, man so, es soll weitergehen Genau. und so weiter, dann ist natürlich 2 Wochen sehr lange. Absolut. Aber auf euer Leben betrachtet, auf diese Spanne oder auf einfach ein paar Jahre, ist es völlig egal. Und die Okay. Marge auf 6 Monate passt ja dann auch wieder, von daher alles gut. Absolut. Apropos Marge, dann lass mal Zahlen sprechen ein bisschen. Ihr seid jetzt fertig, ihr seid schon im Vertrieb oder ihr gebt es Nächste, nächste Woche? übernächste Woche Okay. geht's los, dann gehen wir in den Mit Vertrieb. Wir Makler? haben. Wir versuchen das selbst. Wir haben, als wir das Objekt gekauft haben, haben wir eine Testanzeige geschalten zum Objekt mit Fix- und Flip-Fotos von anderen Objekten, um herauszufinden, wie wird der Preis angenommen. Und da hatten wir ganz viele, ich kaufe sofort. So. Na krass. Und die bekommen das Ding jetzt erstmal zugestellt. Wir machen noch ein Staging, schönes, die Tage. Dann bekommen die es zugeschickt, dann können sie sich das angucken und dann können die ein Angebot abgeben. Wenn das nicht klappt, machen wir entweder mit einer Kooperation mit einem Makler, den wir kennen, dann ein bisschen günstiger als der Markt letztendlich zeigt. Ist ja auch für einen Käufer hübsch und für einen Verkäufer sowieso, ne? Bei dem hochpreisigen Segment, wo wir dann auch verkaufen. Ja. Aber ansonsten versuchen wir es erstmal selber. Da ich ja selber auch schon Erfahrung habe, traue ich mir das auch durchaus zu, das durchzuführen, obwohl natürlich die Idee hinter Flippen ja eher im Einkauf liegt. Ich sage nicht immer, man ist ein Flipper, man ist auch ein Einkäufer. Ja, eigentlich hauptsächlich Ne? erstmal. Weil alles andere Genau. baut darauf auf, klar. So ist das, ja. Ja, okay. Genau, wir haben für 2,35 eingekauft, hatten dann um die 30.000 Euro Nebenkosten, 12,07% plus 25.000 Euro Renovierung. Lass uns einfach mal aufrunden und sagen wir 30, weil noch nicht alle Rechnungen beglichen sind. Dann schaffen wir es aus unserer Sicht, das Ganze für 370.000 Euro zu verkaufen. Okay, also seid ihr all in fast bei 300, Genau, oder? richtig. Also 95, ein bisschen Vermarktungsgeld und so weiter. So Es zieht weiter, sich genau. vielleicht noch einen Monat, da ist noch ein Zins dabei und so weiter. Also, wir haben Kleines mit gegen Hausgeld. 300 gerechnet. Okay, Ja. passt. Nee, habe ich auch so. 300, 375, dann hast du 75 brutto, was ja, also fast, also mein erster Flip war 80.000, also wir sind da gleich. Sehr cool, Also, okay. ich bin dir ganz ehrlich, vielleicht hätte das auch komplett funktioniert, wenn wir das für 250 gekauft hätten. Na, dann hätte man 50.000 Euro Marge. Aber dann muss man natürlich auch wieder gucken. Entschuldigung, spielt die Bank damit? Und gerade wenn man auch das Ganze mit Partnern macht und jeder damit Arbeit hat, soll es ja auch dann trotzdem für jeden irgendwie eine sinnhaftige monetäre Sache auch sein, logischerweise. Absolut, absolut. Sonst machst du das kein zweites Mal. Okay, also ich drücke euch erstmal die Daumen für den Danke. Vertrieb, aber du bist ja selber vom Fach. Das sollte eigentlich Ja. kein Problem sein. Das mit der Testanzeige übrigens, kleiner Tipp an dieser Stelle, mache ich auch immer. Testanzeige hochstellen, alle Leute, die sich darauf melden, vertrösten nach einem Tag, sagen, ja, die ist schon weg oder was auch immer. Aber wir haben demnächst eine ähnliche, ob sie damit einverstanden sind, dass man sie anschreibt. Und dann baust du dir so deine kleine Datenbank, nennen wir es mal, auf. Absolut. Genau, also top. Ja, geil. Also erstmal Hut ab. Klar, du hast viel gelernt davor, du bist aus dem Bereich gekommen, hast dann 2, 3 Jahre mal durch äußere Eindrücke den Markt verschnaufen lassen und hast dann einfach Vollgas gegeben und hast das Ding im Endeffekt jetzt in 5 Wochen durchgezogen. Und vom Netzwerk her, ich habe gute Partnerschaften mit Engel und Völkers Düsseldorf, ich habe gute Partnerschaften mit in Neuss mit Engel und Völkers. Ich habe Makler, die mir schreiben, bevor die erst Exposé überhaupt geschrieben haben. Ne, das liegt einfach alles darin, dass ich mir innerhalb von 3, 4 Wochen immer wieder bei denen gemeldet habe und die einfach meinen Namen dann dadurch kannten. Ne? Also SMM hat Oliver Fischer immer gesagt, sprich mit Menschen. Ja, das ist das, was man da irgendwie einhalten sollte und auch durchziehen sollte. Ja, weil das gehört zum Geschäft dazu. Immobilien ist Kontaktsport. Ja, Absolut. und Und die deswegen ist es Welt der schön. Immobilien ist winzig. Winzigst. Jeder kennt jeden und genau, Ja. okay. Top. Okay, was ist denn der Plan jetzt für die nächste, sagen wir mal, oder für das letzte
Viertel des Jahres. Hast du Also wir weitere Sachen? haben, ja, wir haben Notartermin in den nächsten Monat, 26. für eine Erdgeschosswohnung, 79 Quadratmeter in Düsseldorf auch. Erdgeschoss mit Garten, wo wir jetzt für 3,8 einkaufen und verkaufen für 5,96 ungefähr. Ja, das macht Spaß, okay. Genau. Und das ist interessant, weil insofern interessant, weil das eben dann noch mehr in dieser Lage ist. Du hörst es vom Preis her, ein Tausender mehr, als wir jetzt schon in der B-Plus-Lage veranschlagt haben. Ja. Ein Objekt, was natürlich auch vom Renovierungsaufwand und auch vom Lichtsystem, was wir da haben, teurer wird und vor allen Dingen auch dahingehend interessanter wird, weil es einfach noch gehobener sein muss. Ja, also Okay. auch, es ist nicht dieses klassische, ich kaufe eine Brot- und Butter-Immobilie und verkaufe die dann wieder, weil wir sind bei der Wohnung im Verkauf, für eine 79 Quadratmeter Wohnung, versteht sich, irgendwo bei 460.000, 470.000. Also absolutes Premium-Produkt. Genau. Jetzt Na? kein High-End-Luxus-Ding, aber auf jeden Fall. Du musst auf jeden Fall mehr Geld in die Hand nehmen, um diesen Gegenwert einfach erzielen zu können. Um Okay. diesen Gegenwert jetzt absolut erzielen zu können. Ne? Und das war auch eine Phase, erst 3,20 geboten, dann 3,15 geboten, Eigentümer wollte nicht verkaufen, dann ist bei dem Objekt zweimal der Notartermin geplatzt, die Eigentümer hatte keinen Bock mehr, mein Glück, 305 geboten. Wow. Ach so, aber du warst nicht involviert in die vorherigen geplatzten Deals. Ich Nee. war nicht in den Okay, du geplatzten bist Deals halt einfach dann involviert. am Ende Ich bin einfach am reingekommen Ball und hast geblieben, gesagt. ne? Ja, Ja, einfach am okay. Ball bleiben. Ich habe ein Trello-Board aufgebaut, wo ich jedes Objekt alle 5 bis 10 Tage wieder Revue passieren lasse und nochmal sage, ich rufe den Makler trotzdem nochmal an, obwohl er gesagt hat, Herr Kujak, rutschen Sie mir Lass den mich. Buckel runter, ja, lassen Sie mich in Ruhe. Lass mich. Und ich sage Lass dann, nein, wir mich. gehen zum Notar. Ja, Ja. okay. Ja, Ja. aber so mache ich es auch und irgendwann knickt irgendeiner ein. Oder was heißt einknicken? Es ist einfach, ja, dieser Learning-Prozess dauert einfach. Ja, und ganz ehrlich, klar, man könnte noch weiter vermarkten, aber der Eigentümer muss dann auch in der Situation verstehen, dass dieses Objekt, was er da hat, einfach nur jetzt in dem Moment für mich in diesem Business Case in Frage kommt und er niemand anderen hat. Und wenn er keine Lust mehr auf Vermarktung hat, nach 6 Monaten kaufst du eher einen Fix- und Flip-Deal als nach 2. Absolut. Vermarktungszeit. Absolut. Ja, Klar. wir können halt nicht. Also klar, früher war schnell, 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 weil da musstest du einfach schnell sein bei 1, irgendwas Zinsen, Niedrigzinsphase. Aber ich glaube jetzt, gib dem ein bisschen Zeit, setz dich selber nicht unter Druck, bleib einfach cool mit dem Makler im Austausch oder mit dem Eigentümer im Austausch. Führe ihn langsam dahin, was du damit planst, nicht ruckartig. Das sind so die Learnings, die ich hatte. Und ganz wichtig, am Ball bleiben. Und auch jetzt in der Marktphase, Leute, also die, die das jetzt schauen und sich überlegen, mache ich das jetzt oder nicht, gebt einfach Gas. Der Markt regnet so ein bisschen, aber das ist wie im Formel-1-Rennen. Im Regen überholst du 10 und wenn die Strecke gut und trocken ist, überholst du vielleicht einen. Ja, nee, absolut. Ja. Sehr gutes Schlusswort. Sehr gut. Cool. Dankeschön auf jeden Fall für deine Einblicke, hat Spaß gemacht. Gerne. Wir Fand werden ich auch. eventuell nochmal ein Update machen in Zukunft, wenn du da Bock Gerne. drauf hast. Vielleicht machen wir Klar. einfach den nächsten Flip gleich mit Ja, selbstverständlich. Gerne. in diesem Format. Und Ja. mega cool. Danke, dass du auch fleißiger Follower bist. Wir sind ja auch schon länger am Tippen Genau. zwischen. Sehr cool, dass du es durchgezogen hast. Respekt. Und jetzt Danke. hat es dich wahrscheinlich gepackt, also jetzt hast du auch richtig, richtig Lust. Ja, klar. Jetzt habe ich Bock. Jetzt geht's los. Jetzt geht's erst richtig los, ne? Ich Ja, das meine, ist es ja. wo führt das hin, ne? Also man hat auch Ja. Ziele und Träume vorm Kopf, ne? Oder im visuellen Gedächtnis vor den Augen, ja. Da kann noch ganz, ganz viel passieren. Absolut. Absolut, ja. Cool, mega gut. Lars, vielen Dank, dass du dabei warst. An Danke, euch da dass ich da sein draußen. sollte, dürfte. Absolut mir eine Ehre. An euch da draußen, Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns auf Instagram und nächste Woche wieder auf YouTube bei einer neuen Folge. Dankeschön, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.